Ach ja, der Lego Star Wars MTT, ein weiteres Legendenset aus meiner Kindheit, bei weitem leider nicht so gut wie der aus 2007, aber bei weitem auch nicht so schlecht wie der aus 2001. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Start der Lego Star Wars Community Woche. Heute mit einem weiteren Set, was für ein Remake überfällig ist, wie bei so vielen Sets leider. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie dieses Set damals für Aufschrei gesorgt hat in der Lego Community, denn trotz der vielen legendären Sets damals ist das hier eines der Sets gewesen, welches das Remake nicht gut verkauft hat. Zum Beispiel wurde die Droidenkapazität sehr weit runtergeschraubt im Gegensatz zu dem Modell aus 2007. Wie es sich für das Review gehört, habe ich natürlich auch die Anleitungen dabei. Dieses wunderschöne Set kam damals nämlich mit zwei Stück raus. In der ersten Anleitung findet sich Werbung für Teiltrenner und eine sehr schöne Aufzählung, was sich in welcher Tüte verbirgt. Diese Seite hier fehlt mir in den aktuellen Sets übrigens sehr. Und dann geht es hier drüben auch direkt los mit Tüte 1. In Anleitung 1 baut ihr dann bis Bauschritt 61 und ab dann geht es weiter mit Anleitung 2. Ich möchte nochmal hervorheben, wie wunderschön es damals war, das Boxart nochmal auf der Anleitung zu sehen. In der zweiten Anleitung starten wir dann mit Tüte Nummer 4. Der letzte Bauschritt hier ist dann die Nummer 99 und da ist das Set nochmal aufgebaut. Hier drüben haben wir dann die Teileauflistung und für die damaligen Verhältnisse war das hier totaler Standard. Ja, ihr habt alle Figuren von den damaligen Sets einfach aufgelistet gehabt, sehr, sehr nostalgisch. Und die dazugehörigen Sets haben wir dann nochmal hier drüben. Dort sehen wir zum Beispiel den AT-AT. Oh, da haben wir noch die Cantina, die Ghost, den B-Wing und den Sternzerstörer. Davon brauchen wir auch mal ein Remake. Und natürlich Werbung für lego.com/Star Wars. Darf nicht fehlen. Hinten haben wir die Win-Seite und dann sind wir auch schon mit den Anleitungen durch. Unsere allererste Minifigur in diesem Set ist hier Qui-Gon Jinn mit seinem noch nicht milchigen Lichtschwert, einem Hartstoff-Cape. Und auf der Rückseite seines Kopfes befindet sich auch noch dieses grimmige Wendegesicht. Ja, für mich persönlich ist das hier meine allererste Qui-Gon Jinn Minifigur gewesen. Und gerade bei der Figur hat man hier wirklich ein großes Los gezogen. Stoffumhänge ist ja heute eine Rarität. Damals war das noch gang und gäbe. Wer bei diesem Set ebenfalls mit einem Hartstoff Stoffcape kommt, ist hier der junge Obi-Wan Kenobi. Ebenfalls mit einem noch nicht milchigen Lichtschwert und mit seinem Padawan-Zopf auf dem Torso. Ein ganz nettes Detail, ich liebe diese Minifigur. Denn selbst Obi-Wan Kenobi kommt hier mit einem Wendegesicht. Und man merkt hier, wie der Meister, so der Schüler, ja? Beide haben ein grimmiges Wendegesicht. Eine Minifigur, welche definitiv nur ein einziges Gesicht hat, ist hier dieser nette Naboo Security Officer. Ja, eine Figur, die wir leider nur in zwei Sets bekommen haben. Einmal dieser MTT und dann noch in dem Naboo Flash Speeder. Irgendwie hat diese Minifigur nämlich einen ganz speziellen Charme für mich. Man beachte vor allem dieses kleine, nette, bedruckte Hoheitszeichen hier oben auf der Schirmmütze. Richtig schön gemacht und selbst die Minifigur hier kommt mit einer Rückenbedruckung. Am wohl unspektakulärsten hier ist dieser kleine Reparaturdruide, der ausschließlich bei diesem MTT dabei gewesen ist. Diese kleinen Viecher hat man übrigens auch in Episode 1 kurzzeitig für ein paar Sekunden im Film gesehen, wie sie Schrottteile von den Druiden aufsammeln, die zerstört worden sind. Einen deutlich wichtigeren Posten nimmt hier schon dieser Pilotendruide ein. Mit dem neuen GWP für dieses Jahr bekommen wir zwei neue Pilotendruiden. Das ist jetzt also einer mit einem veralteten Torsodruck. Ich für meinen Teil finde es immer wieder schön, Droiden zu sehen, die von ihren standardmäßigen Beige-Tönen abweichen und eben wie hier zum Beispiel einen blauen Torso bekommen. Piloten-Droiden sind also immer gern gesehene Gäste bei mir. Was wäre ein MTT ohne Kampf-Droiden? Von diesen Jungs hier bekommen wir 6 Stück an der Zahl. Und eigentlich ist es ja ein Multitruppentransporter. Das bedeutet, er transportiert Truppen. Das sind nur 6 Kampf-Droiden dabei. Das ist nicht wirklich viel, was zu damaliger Zeit und heute immer noch der größte Kritikpunkt an diesem Set ist. Aber hey, 6 Kampf-Droiden, immerhin. Und hier ist er auch schon im Bild. Der eingestaubte MTT. Das Fuhrwerk-Rollwerk setzt sich hier aus den ganz vielen durchsichtigen, transparenten Rollen zusammen, in Kombination mit diesem wirren Technikmodell. Ich liebe einfach diesen MTT-Shot von vorne. Diese Teile sprechen für Gewalt. Sie sind quasi das Herzstück der Druidenarmee, wenn es um den Bereich Logistik geht. Natürlich muss dieses Ding auch irgendwie gesteuert werden. Wie macht man das? Ganz einfach. Wir haben hier an der Seite links und rechts jeweils eine Klappe, die wir hoch machen können. Das ist ganz einfach geregelt mit diesem Technikarm hier. Und da drinnen befindet sich eine kleine Plattform, die wir übrigens auch rausnehmen können. Wir können diese Platte aber nicht einfach so rausnehmen. Nein, wir müssen auch noch diesen Raketenwerfer hier unten rausklappen. Sehr, sehr netter Mechanismus. Das findet ihr übrigens auch an beiden Seiten mit einem Spring-Loaded Shooter. Und dann können wir diese Plattform hier rausfahren. Ein roter Hebel und ein kleiner grüner Knopf bilden hier die Basis für die gesamte Steuerung des MTTs. So, wenn der Pilotendruide dann da auch so fein sitzt, schiebe ich mal das Ganze hier wieder auf dieses System rauf. Und dann sitzt er da drinnen. Perfekt. Klappe zu und schon kann gefahren werden. Der Druide steuert von da oben wirklich alles. Das ist das Gehirn von dem ganzen
Ding. Unter anderem steuert er auch die Waffensysteme hier vorne. Ein Feature, welches sehr, sehr wichtig ist, ist dieses hier. Wir können nämlich diese gesamte Kanone links und rechts nach hinten klappen. Wir können übrigens auch diese gesamte Hülle hier aufmachen. Es ist definitiv kein festes Play-Feature. Ich finde es aber cool, dass man es aufmachen kann. Theoretisch kann ja dann dieser Reparatur-Druide da mit seinem Werkzeug ran und dort irgendwas reparieren. Ein ungewolltes Spielfeature quasi. Auf der rechten Seite des MTTs befindet sich dann dieses schwarze Zahnrad hier. Und wenn wir daran drehen, dann lösen wir die Hauptfunktion beim MTT aus und die Truppen werden rausgefahren. Das Ganze funktioniert über dieses nette Zahnrad-Schienensystem dort in der Mitte. Und jetzt wird es auch deutlich, warum wir diese Arme nach hinten klappen können. Die stören nämlich in dem Moment, wenn wir diese Plattform hier rausnehmen können. Und hier drauf stehen dann unsere 6 Kampfdruiden. Ich war mal so frei und habe diese ganze Plattform jetzt bestückt. Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, werden die Kampfdruiden in einer stehenden Position verfrachtet. Bei dem MTT aus 2007 war es ja so, dass man die Kampfdruiden noch weiter zusammengefaltet hat und das Ganze dann 2 Ebenen waren. Hier gibt es nur diese eine Plattform, leider Gottes, und wir können sie dann wieder auf dieses Schiebesystem raufführen und die ganzen Druiden wieder in den MTT reinfahren, ja, in den Bauch quasi. Die beiden Klappen hier müssen wir dann wieder manuell schließen. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass die Druiden ganz viele Waffen haben. Wo verstauen wir die denn? Korrekt, hier hinten. Dort haben wir hier eine Klappe und wer hätte gedacht, wir haben einen Waffenhalter auf einem Schienensystem. Es ist sehr viel mit Schienensystem hier geregelt und da können wir unsere 6 Blaster dann ranklippen. Ganz wichtig, bei diesem MTT waren nur schwarze Blaster mit dabei. Diese Metallic Blaster sind jetzt nur von den Kampfdruiden aus neueren Sets. Ich habe nämlich einfach nur in meinen Druidenbeutel reingegriffen und gerade mal 6 Druiden rausgezogen. So sieht das Ganze dann fertig aus und natürlich können wir es raufschieben, reindrücken, perfekt. Auf der rechten Seite genau dasselbe, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir hier die kleine Station für unseren Mechaniker-Druiden haben. Ja, den nehme ich mal gerade hier hin. Der hat natürlich hier in der Mitte auch einen Griff, wo er sich festhalten kann. Links und rechts nochmal ein paar Werkzeuge und selbstverständlich können wir ihn übrigens in diesem Zustand einklappen. Ich finde das genial, ja. Der Mechaniker-Druide, der muss nicht irgendwie draußen bleiben. Nee, den können wir einsatzbereit quasi aus dem MTT rausholen und schon kann der losdüsen zum Einsatz, wenn man das als Speeder betrachten will. Bei dem alten MTT gab es noch so ein kleines Transportfahrzeug, wo man diese ganzen Dinger raufschieben konnte und dann konnte man mit diesem Fahrzeug losfahren. Aber bei diesem MTT hat sich Lego anscheinend gedacht, das geht auch anders. Am Arsch des MTTs ist wohl das meiste Detail gut verbaut worden. Ab und zu vergesse ich auch, dass hier ein Play-Feature eingebaut worden ist, denn wir können diese gesamte Konstruktion hier nach hinten klappen und dort drin befindet sich ein Druiden-Step. Und das ist dieser schöne, klassische, braune Druiden-Step der Handelsföderation, noch nicht von der Separatisten-Allianz. Und ich merke gerade, bei dem Set war eigentlich noch ein Druide dabei mit 2 kurvigen Armen, der sich hier hätte festhalten können. Aber nur gut, denken wir uns den Druiden einfach mal dazu. Und wie auch bei allem anderen natürlich können wir den Step auf das Schienensystem hier rauffahren. Der wird dann durch dieses rote Technikteil dort aufgehalten und dann können wir das Ganze wieder zuklappen. Sicherlich habt ihr auch schon hier diese wunderbaren Sticker bemerkt. Von denen finden sich an diesem MTT leider sehr viele. Unter anderem auch hier unten an den Seiten. Ein Wunder, dass die Dinger noch nicht abgefallen sind. Der MTT steht auf meiner Wunsch-Remake-Liste auf jeden Fall ganz weit oben. Und ich bete, dass Lego Fehler wie die ganzen offenen Technikstellen hier, die Sticker, die Ladekapazität in einem wunderschönen Remake verbessern wird. Beten ist dann nämlich auch schon ein ganz gutes Stichwort, denn wir alle wissen, wie ja so manche Remakes ausgegangen sind. Schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem Set hier in die Kommentare. Aus heutiger Sicht würde ich diesem Set nur 7 von 10 Punkten geben. Ich denke, die Gründe sind klar. Ich mag die Jedi-Minifiguren, ich mag den Naboo Security Officer. Und dann war es jetzt an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir hören uns im nächsten Video, Freunde, was morgen ist. Bis dahin. Ciao, ciao.